Dann ruhst du dich mal so ein paar von den Schriftrollen oder Büchern, die da liegen. Was finde ich da so? Ja, viel auf Griechisch. Du kannst auch ein paar wenige Exemplare finden, die auf Arabisch gehalten sind. Auf den ersten Blick sind das wohl Abschriften von, ja, das sind wohl irgendwelche Kirchenheilige. Nichts, was unbedingt selten ist. Vielleicht ein bisschen verpönt von der Kirche aus, nicht anerkannt. Aber das ist jetzt nichts, was dich in Aufschrei ersetzen würde, dem Motto, das muss jetzt unbedingt nach Rom oder sowas gelangen. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob jetzt theoretisch gehen, ob ich hier für mich, weil ich bin unbewaffnet, das heißt, ich fühle mich irgendwie nackt, liegt hier vielleicht irgendwo ein Essbesteck rum oder hat er vielleicht doch irgendwo ein Messer oder wenn es nicht anders geht, gucke ich mal, ob er ein stabiles Tischbein oder Stuhlbein hat, das ich im Endeffekt als so eine Art Knüppel benutzen könnte, wenn es sein müsste. Das geht, natürlich. Du hattest da, glaube ich, noch den Dolch in deinem Stiefel. Ja, ne? Das hattest du, aber ich weiß nicht, ob nachdem die vielen, vielen Kinder mit ihren vielen, vielen Händen und noch mehr Fingern an mir dran waren, ob der Dolch nicht noch weg ist. Wie findet man sowas raus? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Also wenn du nachguckst, den Dolch findest du noch, aber du kannst dich natürlich jetzt auch mit dem Stuhlbein bewaffnen. Ich reiß so ein Stuhlbein noch irgendwo raus und steck den dann sozusagen in das Kordel von dieser ziemlich grünlich ätzend aussehenden Robe und Fischerklamotten, die wir so haben. Ich wollte nach einem Notizbuch oder so suchen, wo er vielleicht seine Geschäfte aufschreibt oder so. Ja, auch natürlich hier hinten im Büroraum, beim Schreibtisch mit dem großen Regal ist genauso viel Unordnung und Chaos. Dadurch, dass die Tür hier aufgebrochen ist, kannst du auch sehen, dass die Tür von außen nach innen aufgebrochen wurde. Sollte klar sein, wenn hier jemand rein will. Hier hat man auch gewühlt. Und wenn du dich jetzt hier mit den Schriften auseinandersetzen willst, dann ist das eine einfache Buchführung, bitte. Das kann ich. Wie? Ich weiß. Ah. Kannst du es wohl nicht. Kann das der Priester? Der Priester. Lass mich mal sehen. Buchführung wolltest du haben, nicht Bibliotheksnutzung. So. Genau, Buchführung. Nee, das kann er nicht. Nicht wirklich. Frag bitte mich nicht. Ja, ihr steht alle da so ein bisschen ratlos drumherum. Also wer auch immer hier war, ordentlich war er nicht und Profis wohl auch nicht. Aber naja, immerhin ist Balarakis verschwunden und damit eure erstmal einzige Spur. Apropos, es hieß ja, die Tussi da gegenüber hat gemeint, er sei getötet worden. Sieht das hier drinnen aus, als hätte hier auch jemand gelebt oder ist das wirklich hier nur sein Arbeitsbereich gewesen und der wohnte wahrscheinlich woanders? Es gibt noch so eine kleine, sehr enge Stiege nach oben, da kommt man dann wohl in den Wohnbereich und wenn du dich da umsiehst, wird natürlich sowas wie ein Ofen dann getrennt von den Büchern nach hinten raus, sodass wenn das irgendwie anfängt zu brennen, die Bücher noch halb gerettet werden könnten. Also ein Wohnbereich, sag ich mal, aber wirklich viel zum Leben hatte er ja nicht. Ein paar private Bücher, die hier noch oben rumliegen. Ja gut, die Bücher, wie gesagt, ich kann nicht lesen, keinen blassen Schimmer, was das ist, interessiert mich auch nicht, aber vielleicht rufe ich die anderen zwei dann leise hoch und sage, hier oben stehen noch Bücher. Aber sieht man hier irgendwie Anzeichen eines Kampfes, eine Blutlache oder irgendetwas? Auf den ersten Blick nicht, nein. Also du kannst keine Blutspuren oder sowas sehen. Hier wurde auch wohl großzügig nachgeguckt, aber keine Spuren von einem Kampf. Also außer jetzt den umgestürzten Regalen unten, aber das war wohl eher ein Akt der Zerstörungswut als eines Kampfes. Man kann doch Würfe erzwingen. Forcieren, ja. Richtig, forcieren. Und wenn das nicht klappt, dann könnte es zu einem Unfall kommen. Ja, muss ich wohl eingehen, ist ja nur ein One-Shot. Ja. Ich hab da auch gleich die Idee, was passiert, wenn das nicht klappt. Wenn ich begraben unter Büchern. Also du reißt mir die Unterlagen wieder aus der Hand, ja? Nee, ich suche woanders. Du hast ja anscheinend die falschen. Ach so. Ja, aber hallo. Hey, das waren die, du. Aber hallo. Ja, du siehst wohl gerade, wie der Prior zu nah mit seiner Kerze an die ein oder andere Bücher kommt. Kannst ihm dann die Kerze schnell auspusten. Guckst schnell nach, was er da hatte. Ja, tatsächlich. Du kannst hier, er hatte wohl gerade einen geschäftlichen Ordner, eine Korrespondenz in der Hand mit örtlichen anderen Händlern. Und wenn du das kurz überfliegst, kannst du erkennen, das ist wohl griechisch mit lateinischen Randnotizen, sodass du es dann eben da auch lesen kannst. Das Griechische selber liegt dir nicht, aber mit den Randnotizen kannst du es zusammenreimen. Oh, Vater, hier, Sie haben wohl den Volltreffer übersehen. Das ist wohl sein Geschäftsbuch, sogar mit lateinischen Notizen. Der letzte Eintrag ist sehr kurz gehalten. Hier gibt es wohl ein Treffen, was vor
2 Tagen angesetzt war, abendlich am Theodosius-Forum. Es steht nur wichtiges Geschäft. Aber auch nicht, wen er da treffen will. Also da steht kein Name bei. Ansonsten noch ein paar andere Buchhändler oder Buchsammler auch, die bei ihm eingekauft haben. Unter anderem hat er dann auch mit den verschiedenen Klöstern gehandelt, die es hier in der ganzen Stadt gibt. Und ja, verkauft hat er das Ganze dann unter anderem auch an einen Niketas Komnenos. Das ist wohl ein, das siehst du hier, hochrangiger Beamter, der hier in einer Villa im Exokonienviertel, also an einem Luxusviertel lebt. Was ist denn der letzte Eintrag? Der letzte Eintrag ist das Treffen am Theodosius-Forum. Ihr Vater, der letzte Eintrag spricht von einem Theodosius-Forum. Kennen Sie das? Konstantinopel wissen, Moment. Orientierung, hilft da was? Möglicherweise, aber nein, das sagt mir so auf Anhieb auch nichts. Orientierung würde ich zulassen. Orientierung würdest du zulassen? Na gut, dann. Oh, 10% Chance. Derweil draußen. Die Tür auf der gegenüberliegenden Seite wird aufgemacht und eine verschleierte Frau tritt nach draußen und schaut sich in der Gasse um. Den Schleier ins Gesicht gezogen. Mhm. Das könnte die Frau sein, bei der wir waren. Ja, das ist die gleiche Tür. Okay. Ja, ich werde schauen, wohin sie sich wendet und werde ihr unauffällig folgen. Du bemerkst auch, wie sie aufgrund ihres Alters vielleicht ein bisschen Problem hat beim Laufen, zieht ihr Bein leicht nach. Vielleicht, du hast das schon bei den anderen Bewohnern teilweise gesehen, sie hüpft auch so ein bisschen. Und wenn du sie dann mal verlierst in den Straßen, du weißt nicht genau, wie sie da abbiegt, aber zumindest kannst du ihrem Geruch auch folgen. Sie riecht beständig nach Fisch. Dann triffst du sie gerade wieder. Sie steht wohl in einer Gasse und unterhält sich da gerade mit, würfel mal einen sich verstecken Wurf, denn dort stehen 2, 3 Brüder von dir. Kreuzritter. Rotes Tatzenkreuz. Stehen da gerade in einer Gasse und du wolltest ihr gerade folgen, musst dich dann wieder zurück in die Gasse drücken, aus der du gerade gekommen bist. Verborgen bleiben ist das. Das ist nicht gut. Ja, du kannst erkennen, wie sie ja gerade angefangen haben, sich zu unterhalten, wollten gerade wohl Informationen austauschen. Da kannst du sehen, wie sie dich auch erkennen und auch, dass du dann wieder zurücktreten möchtest, zurück in die Schatten. Sie brüllen dir irgendwas hinterher und zwar zunächst auf Griechisch und du kannst hören, wie sie anfangen zu laufen. Auf mich zu. Auf dich zu. Warum sind eigentlich in der Stadt Kreuzritter? Nochmal, es ist eine christliche Stadt. Trotzdem hat er recht, die Kreuzritter sollten außen sein. Lauf, Forrest, lauf! 3, 2, 1. Ja, ich nehme die Beine in die Hand und lauf weg. Okay. Durch die Gassen wieder zurück. Du hast ein bisschen die Orientierung verloren, denn du hast versucht, erstmal ihr zu folgen und nicht so sehr zu wissen, wo du denn eigentlich, ja, ganz so weit bist du nicht gelaufen, aber zumindest eine kleine Verfolgungstour durch die Stadt. Du kannst dann aber auch sehen, wenn du in deiner unauffälligen Kleidung über einen Marktplatz oder sowas läufst, dass sie sich das dann nicht mehr trauen und sie brüllen dir hinterher, nicht unbedingt dann mehr in Griechisch, eher dann noch einmal in der Sarazensprache. Das ist dir ja schon mal unter die... Ja, das hast du schon irgendwo gehört. Wo war das? Damals in Galata. Da hat der eine Bettler das behauptet, dass meine... Richtig. Sie selber haben dich natürlich nicht erkannt, weil, naja, du bist kein Kreuzritter, sondern ein unauffälliger Händler, ein Passant mit einer sauberen Robe. Du hattest ja das Glück. Und ja, dann kannst du untertauchen und nach ungefähr 10 Minuten bist du dir sicher, du wirst nicht mehr verfolgt. Ich würde dann versuchen, auf indirektem Wege wieder zurück zu dem Millionenbogen zurückzukommen. Gute Idee. Derweil die anderen im Laden. Ja, der Orientierungswurf hat ja geschafft. Ich habe den Orientierungswurf extrem geschafft sogar. Ja, dann du bist auf alle Fälle schon am Konstantin-Forum vorbeigekommen. Okay. Dadurch, dass ihr an dem einen Hafen angelegt seid, da seid ihr schon rübergegangen, ja. Also sage ich dann Moment, halt. Moment. Konstantin-Forum? Du hast eben gesagt Theodosius-Forum. Theodosius-Forum, genau, Entschuldigung. Genau, richtig, Theodosius-Forum. Wahrscheinlich müssen wir zum Konstantin-Forum. Theodosius-Forum. Also ihr seid da vorbeigekommen irgendwie oder hattet das dann irgendwo schon gesehen oder gehört. Also das lasse ich dann mit dem Wurf zu. Ja, wenn man von Hafen kommt, ist es rechts ist das Konstantin-Forum gewesen und auf der linken Seite das Theodosius-Forum. Das sieht man sozusagen auf der... Genau, beziehungsweise Osten und Westen. Genau, ja. Okay. Und dann hast du noch einen Namen genannt, Niketas Komnenos. Genau, Niketas Komnenos.
ein hochrangiger Beamter, der hier in irgendeiner Villa lebt, im Exokonion-Viertel. Und der hat hier wohl mehr Bücher gekauft als die anderen. Mhm. Und wie hieß dein Mensch nochmal? Andronikos. Ist das zufällig ein Anagramm oder so? Das wäre jetzt auch meine Frage. Ja, taucht der Name Andronikos denn auch in den Büchern irgendwo auf? Nein, überhaupt nicht. Vielleicht ein Ort, der auf ein Kloster schließen lässt? Für dich sowieso nicht. Viele Kloster, also quasi alle Kloster hat er eingekauft. Also das ist dann unter anderem das Pantokrator-Kloster, das natürlich von der Jungfrau Maria mit dem Nachnamen Pamakaristos. Also was auch immer die hier mit diesen griechischen Namen haben, die Namenszusätze, aber auch das Akataleptos Forum beziehungsweise Kloster, also durch die Bank weg, er hat in quasi allen Klostern hier gekauft, verkauft und hier dann seine Schriften erworben, aber auch unter anderem dann von anderen Händlern, also auch aus dem Babylonischen Reich, von den Sarazenen, je nachdem, was gerade... Wir wissen aber nicht zufällig, welchem Kloster unser Mensch angehört. Nein. Nee. Ja, so ein Pech. Na, das war ja ein wahrer Glücksgriff, Vater, dem Buch. Ja, ob wir damit wirklich was anfangen können? Naja, besser als gar nichts. Aber ich denke, wir haben jetzt genug Zeit hier drin verbracht. Langsam wird's mir ein wenig mulmig. Wir sollten aber die Kerzen ausmachen. Ganz bestimmt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Kerzen herunterbrennen. Fallen mir noch irgendwelche handwerklichen Besonderheiten hier drin auf? Handwerkliche Besonderheit? Nee, also das ist ein, die Regale sind unterste Qualität und die Bücher dementsprechend auch alt. Also hier ist gar nichts von handwerklicher Qualität, überhaupt nicht. Okay, sollen wir den Feuerstein mitnehmen? Wäre vielleicht nicht schlecht, falls ich eine Schmiede anfachen muss. Ich vermute, dass Christos diesen Feuerstein nicht mehr benötigen wird. Da mögt er recht haben. Dann nehme ich ihn mit. Wie man sich alles schön reden kann, ist das nicht herrlich. Ich nehme ihn mit. Es ist der Wille des Herrn. Genau. Der Lichtbringer geheißen. Ja, wenn ihr rauskommt, wäre es dann okay, wenn ich schon quasi schnaufend daherkomme? Ja, das ist völlig okay. Also die anderen treten dann so nach und nach aus dem Laden, aus der Vordertür oder auch aus der Hintertür, wundern sich dann, wo der Ritter abgeblieben ist und der kommt dann schnaufend, total verschwitzt in seiner Robe wieder in diese kleine Gasse. Apropos noch was, gibt es oben im Zimmer vielleicht noch ein paar Klamotten, die man wechseln könnte, weil ich will aus dieser grünen, ekelhaften Robe raus. Glückswurf. Ob er die gleiche Größe. Also ja, es gibt ja. Kleidung. Ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist, wie du da reinpasst. Schwierig, passt. Regulär. Du findest Einsatzkleidung. Gut, dann raus aus den Klamotten. Riecht ein bisschen muffig, aber ja. Auf alle Fälle nicht krankheitserregend. Genau, also muffig ist was anderes als nach weiß ich was, ja. Genau. Also du kriegst keine Lepra. Nun, werte Freunde, ihr werdet nicht glauben, ich hatte gerade die merkwürdigste Begegnung. Ja, ich würde sagen, lasst mich mal ein bisschen... ich habe gerade... Die Frau, bei der wir gerade waren, die hat mit Kreuzrittern gesprochen. Kreuzrittern, die Sarazenisch sprachen. Hier, mitten in Konstantinopel. Mein Blick wandert rüber zum Priester. Ich gucke ihn nur an und meine, der Schürhaken hätte uns einen guten Dienst erwiesen. Lasst uns von hier verschwinden. Wir sollten hier nicht so auffällig rumstehen, denke ich. Tun wir das ja? Naja, vier Leute, die vor einem Hauseingang stehen, irgendwie in Rotzgewand. Ich glaube, das ist nichts sehr Ungewöhnliches. Aber du laut schnaufend. Ja, gut, ja, dann wohin wenden wir uns? Tja, wir haben das Theodosius-Forum als einen sehr, sehr vagen Anknüpfungspunkt. Aber unseren einzigen. Theodosius-Forum? Habt ihr einen Hinweis auf Andronikus gefunden? Nicht wirklich. Ach, und was ist dort in dem Theodosius-Forum? Da hat Christos Balarakis vor 2 Tagen ein Treffen gehabt. Das ist die letzte bekannte Begegnung, die hier verzeichnet worden ist. Ah, und ihr meint, dass wir vielleicht dort etwas über den Grund erfahren könnten, warum er gestorben ist? Ich halte es für eine sehr vage Chance, aber wie gesagt, die einzige, die wir haben. Es sei denn, jemand möchte den Beamten Nikitas Komnenos aufsuchen, was uns sicherlich noch weiter aus der Deckung heraustreibt. Ich würde sagen, wir suchen erstmal den Mönch auf, beziehungsweise den ersten Typen, dessen Namen ich nicht mal richtig aussprechen kann. Vielleicht finden wir mehr oder minder weiter oder finden irgendetwas dort, wo er was hin verkauft hat. Vielleicht ist da jemand, der uns weiterhelfen kann. Ja, Nikitas. Naja, wirklich bessere Ideen haben wir nicht.
oder? Ich zumindest derzeit nicht. Wird das unsere einzige? Ja, zur Wahl steht jetzt Theodosius und da einmal nach der Suche nach Christos Balarakis bzw. seinem Verschwinden nachgehen oder der Beamte, der jetzt im Raum steht, Exokonien. Ja, dann doch lieber das Verschwinden und zu dieser komischen Adresse, oder? Könnten wir auch machen. Theodosius. Das ist am sinnvollsten. Gut, dann geht dir die Straßen wieder ja entweder offen entlang oder aber auf der anderen Gassenseite, wenn der Ritter da so ein bisschen von, ja, weiß ich nicht, einer inneren Panik befallen ist, immer mal wieder in andere Gassen reinspäht, ob jemand beobachtet wird. Und gutes Gefühl hast du auf alle Fälle. Bist dir nicht ganz sicher. Und dann erreicht ihr das Theodosius-Forum. Auch hier ebenso wie im Konstantin-Forum oder beim Millionenbogen viele, viele Händler aus allen Bereichen, auch viele christliche Symbole, die hier verkauft werden, irgendwelche Talismane, die dann Mut zusprechen sollen und die dann dabei helfen sollen, dass hier in dem Haus nicht geplündert wird, falls es dazu kommen sollte, oder aber ja die verschiedensten Versprechungen, die dann gemacht werden. Die Stimmung ist auf alle Fälle hier gar nicht so sehr schlecht wie, naja, eigentlich überall in der Stadt ist die Stimmung gar nicht so sehr schlecht. Ja, ab und zu brennt wieder mal ein Haus, eine kleine Ruine, die hier mal angegriffen ist von irgendwelchen Steinen, die hier reingeschleudert worden sind, aber die generelle Stimmung ist hier zumindest noch recht gut. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir in dieses Forum mal rein. Wie gesagt, ein offener Platz und viele, viele Händler, die ihr dann jetzt hier aufsuchen könntet. Ist jetzt die Frage, wie ihr hier ermitteln wollt nach dem Verschwinden. Ganz einfache Frage, also jetzt als Laie, ich gucke den Priester an. Priester Gregorio, ein Buchhändler braucht doch Papierseiten, oder? Ein Buchhändler braucht Papierseiten? Nein. Wieso? Macht er die selber? Der handelt mit Büchern, aber der... Schreibt der die nicht ab? Der produziert keine Bücher. Ja, aber lässt er die vielleicht nicht abschreiben oder sowas? Könnte man da nicht vielleicht nachgucken? Bindet er Bücher? Stellt er Bücher her oder verkauft er sie nur? Er kauft die ja ein bei den Klöstern und verkauft sie auch wieder dahin. Gut, aber kann es dann vielleicht sein, dass es hier auf dem Platz vielleicht irgendwie einen Verkaufsstand eines Klosters gibt? Weil man sagt, wie wir mitgekriegt haben, dass die Klöster ein heiliger Ort sind, wo nicht jeder rein soll. Und vielleicht haben sich einige eurer Brüder mehr oder minder gedacht, wir eröffnen hier vielleicht einen Stand. Könnte das möglich sein? Normalerweise behalten die Klöster das in ihren vier Wänden, oder? Nur eine Frage. Ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, nachzuforschen, ob hier auf dem Marktplatz vielleicht jemand ist oder der einen Handel mit ihm getrieben hat. Also wenn ihr euch umblickt, einen eigenen Klosterstand werdet ihr nicht erkennen, aber das Akataleptos-Kloster liegt hier direkt nebenan. Das könnt ihr ja hier im Norden sehen. Da stand jetzt auch nur drin dieser Platz in dem Buch. Und nicht mehr. Ja, genau. Also eine ungezeichnete Nachricht. Das heißt, sie ist nicht unterschrieben. Es stand weder drin, wer das gemacht hat, noch wen er besuchen wollte. Aber okay, wenn es halt sein Geschäftsbuch ist, dann muss das halt Christos gewesen sein. Ein abendliches Treffen am Theodosius-Forum. Wichtiges Geschäft. Aber vielleicht haben sie sich deswegen am Forum getroffen, weil das auf halbem Wege zwischen dem Millionenbogen und dem Pantokrator-Kloster liegt. Vielleicht ist das Kloster, in dem dieser Andronikos-Mönch ist. Das könnte man ja auch in Erfahrung bringen. Wie viele Klöster gibt's eigentlich innerhalb der Stadt? Viele. Viele, das habe ich befürchtet. Man könnte auf jeden Fall nachfragen. Wissen wir, was das für ein Kloster ist? Also, welche? Christlich. Rein christlich? Ja, genau. Aber nicht welcher Orden, das wissen wir nicht. Ja, dann schicken wir doch unseren Vater vor. Ja, danke. Der fällt ja nicht auf. Mit seiner aktuellen Uniform schon. Naja, dann kriegt er da eine neue. Er sieht aus wie der Aussätziger, ne? Dann lass uns ihn auf jeden Fall rein in Speeds. Wenn überhaupt. Was ist denn vielleicht hier auffällig auf diesem Platz, in diesem Forum, wenn wir uns umgucken? Außer, dass natürlich jetzt viele Menschenmassen, verschiedene Sprachen, verschiedene Völker, ethnischer Gruppen hier rumlaufen und Handel betreiben. Genau, was fällt ins Auge? Das ist eine gute Frage. Was fällt uns besonders ins Auge? Also in der Mitte gibt es eine kleine Statue, aber wenn ihr euch die betrachtet, das wird wohl irgendein Heiliger sein und der ist nicht von weiterer Relevanz. Ja, weitere Händler, hier wird dann mit christlichen Symbolen gehandelt, nicht so sehr mit Obst oder Gemüse. Das ist ein generell nicht auffälliges Forum, also... Hier gibt es nichts, was es sonst bei anderen nicht gäbe. Gibt es etwas, das nicht so ist, wie es scheint? Meinst Winkel, die da nicht sein sollten? Nicht euklidische.
Zum Beispiel? Nee, wirst du auch nicht feststellen. Also du schaust dich um, es sieht wirklich sehr normal aus. Du hast eben gerade angedeutet, dass hier christliche Symbole verkauft werden. Also was sehe ich, vielleicht so eine Art Marienstatuen oder Rosenkränze oder genau. So. Gut, ja. Und du hast gesagt, hier wird also nicht Obst verkauft. Fällt uns auf, dass hier vielleicht wirklich weniger Lebensmittel verkauft werden und vielleicht mehr Arbeitsutensilien für vielleicht Christen? Ja, genau, unter anderem. Also wenn du jetzt hier von hier aus als Tor in den Orient losziehen möchtest, um Sarazen zu schlachten, dann kannst du hier deine Mitbringsel eben erwerben. Ne? Also alles, was dir Glück bringt, was du dann küssen kannst, bevor du dann irgendeinem Heiden dann dein Säbel in den Bauch rammst. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal was gefunden, aufgrund der Tatsache, dass das hier kein normaler Markt ist. Das ist also ein christlicher Markt gewesen für christliche Gegenstände, um Pilger auf ihre Reise ins gelobte Land zu unterstützen. Das heißt aber doch vielleicht, dass hier auch eine größere Menge vielleicht an Mönche rumläuft, obwohl die sind ja alle rausgeschmissen worden, die Lateinsprecher. Stimmt's? Das heißt, die ganzen Mönche müssten weg sein. Italiener. Ach so, nur Italiener. Nur die Italiener. Genau, also die gesamte Stadt ist christlich. Es gibt hier natürlich eine sehr hohe Toleranzgrenze. Also auch wenn man hier dann die Sarazenen oder die Araber bekämpft, die werden hier trotzdem Handel treiben, natürlich. Hier gibt es dann, wie gesagt, auch Inder und Chinesen und alle können ihre eigene Religion haben. Die Stadt selber ist christlich geprägt und sie haben jetzt, alle dürfen quasi bleiben, nur die Italiener nicht. Vor allem die Venedier, also Venedig darf auf gar keinen Fall hier sein. Ich meine, ihr könntet ja die Roben tauschen, dann gehst du ins Kloster. Sind denn auf dem Vorrang auch Stände mit Büchern? Unter anderem auch, ja. Also Abschrift von der Bibel, Altes Testament, Neues Testament, ja, irgendwelche Auszüge, irgendwelche Psalmen, die dann da draufstehen, in großer Schrift, in verschiedenen Schriften, verschiedene Sprachen. Das ist aber schon mal eine Anlaufstelle, würde ich sagen, oder? Genau, da könnte man vielleicht mal nach... Ist da vielleicht irgendwie ein Großhändler, der, keine Ahnung, Sachen verschifft? Sachen verschifft, also... Oder ins Inland bringt? Von hier aus wirst du keinen finden, der jetzt noch über die Landmasse handelt. Also wirst du den Leuten auch nicht ansehen. Du siehst auch nicht, dass das irgendwelche, naja, außer der Nationalität, die du vielleicht erahnen kannst, wirst du nicht sehen, dass die am Hafen auch tätig sind. Es gibt dann eben Leute, die mal lauter schreien. Ja, was könnte denn ein Buchhändler für wichtige Geschäfte haben? Ein Buchhändler könnte aber zumindest vielleicht den Mönch Andronikos kennen. Das meine ich ja. Hier, ich glaube, wir sind hier schon richtig. Vielleicht solltet ihr einfach mal nachfragen, ob der Buchhändler da, wir gucken jetzt einfach mal denjenigen an, der vielleicht am betuchtesten aussieht, weil der wird wahrscheinlich das meiste Geld mit Büchern machen. Das heißt, der wird normalerweise auch die meiste Fachliteratur haben, die wahrscheinlich unser Mordopfer Interesse gehabt hätte. Vielleicht kennen die sich auch untereinander, die Buchhändler. Das kann gut möglich sein, klar, hallo. Davon ist sicherlich auszugehen. Wie sieht es mit Wachen aus auf dem Platz? Ab und zu an den verschiedenen Ecken auch einige die patrouillieren, aber ja, das ist so generelle Stadtbevölkerung, Stadtwache. Die passen hier auf, dass hier keine Diebe rumlaufen. Gerade in einer belagerten Stadt gibt es ja mehr und mehr Diebe, aber das ist jetzt nichts, was euch Sorgen bereiten muss, dass hier mehr Militär ist. Also die werden dann immer alle an den Mauern sitzen, nach Norden oder dann nach Westen. Na ja, gut, dann versuchen wir es einfach mal beim erstbesten Buchhändler. Mit den bescheidenen Sprachkenntnissen. Kalispera, posporo na nasas voitiso. Griechisch. Mhm. Das nützt mir nicht wirklich viel. Mal gucken. Ich versuch's einfach mal auf... Nein, ich versuch's nicht auf Arabisch. Obwohl... Nein, komm. Die 6 Glückspunkte, so, die hau ich jetzt drauf. Also, wozu habe ich 50 Glückspunkte, wenn ich da nicht mal einen von ausgeben kann? Also, auf Arabisch antworte ich ihm... Lobe seine feine Auswahl an Handelswaren, an Büchern, die er da feil bietet. Ja, du merkst, wie er selber so ein bisschen in Stocken gerät, aber dir dann so zaghaft antwortet. Ich nicht gut Arabisch. danke. Hatte ich wohl verstanden. Mhm. Ich auch nicht gut in Arabisch, aber das ist egal. Sicherlich besser als er. Wo du herkommst? Du kein Araber. Kein Griechisch? Ochi Elinenkia? Nein, kein Griechisch. Französisch? Nein, kein Französisch. Deutsch? Da würde ich mich einmischen und... Kommst du nicht aus Südtirol? Warum kannst du kein Deutsch? Ich komme aus Südtirol? War dem nicht so? Nein. Aber als ich höre, dass er Französisch sagt, würde ich mich in das Gespräch mit einbauen und ihn auf Französisch antworten, dass wir suchen nach einem Mönch. Vielleicht kennt ihr ihn.
beziehungsweise eigentlich auch einen Buchhändler. Nach wem suchen wir jetzt eigentlich gerade? Wir suchen nach Andronikos. Also genau, den Mönch, richtig. Ah, sagt doch, dass ihr Lateiner seid. Wie kommt ihr darauf? Ich hab euch doch gerade auf Latein unterhalten. ja, er schaut dich an, wenig Französisch, und antwortet dann wieder auf Latein. Latein besser. Ja, Francesco, du tötest ihn dann halt, ne? Naja, wie soll man denn sonst weiterkommen? Mönch, Priester. Also kennt ihr einen gewissen Andronikos? Kein Andronikos, nein. Aber? Bücher. Viele Bücher. Ihr kennt viele Bücher. dann seid ihr gewiss mit dem Buchhändler Christos Balarakis vertraut, oder? Balarakis, ja. Er verzieht so ein bisschen seine Augenbrauen, werden so ein bisschen tiefer. Merkt so einen kurzen Anflug von Ärger in seiner Stimme auch. Ja, Balarakis, Konkurrent. Ihr mochtet ihn nicht besonders. Nicht gut. Kauf bei mir. Besserer Preis. Wir werden gern uns bei euch umsehen. Allerdings würde uns vorher noch interessieren, habt ihr Balarakis hier vor 2 Tagen gesehen? 2 Tagen? Oder vor einigen Tagen? Würfelt mal Glück. Vielleicht hat er was gesehen. Vielleicht war er da. Ich habe Christos gesehen. Habt ihr gesehen, mit wem er gesprochen hat hier am Platz? Er macht so ein Ja, er bekreuzigt sich einmal. Okay. Er sagt aber nichts. Jetzt sprecht frei heraus. Wir brauchen die Information dringend. Er bekreuzigt sich wieder. Weiß-rot. Kreuzritter. Das. 2. Hat er Tinte oder sowas in deiner Nähe stehen? Bestimmt. Also nicht in deiner Greifreichweite, aber wenn du ihm mit Händen und Füßen... Ich gehe so hin, nimm das Tintenfass so, mach's auf, tipp meinen Finger rein, ja, und zeichne so, sagen wir rudimentär, das Zeichen von unserem Ritter, das Symbol, auf den Tisch und zeig drauf. Ja, Kreuz. Kreuzkrieger. Dann wische ich sie damit so weg, weiß, damit sich's verwischt. Rot. Das heißt, sie haben also mit den Kreuzrittern gesprochen. Die werden den Laden wahrscheinlich... Warum sind die Kreuzritter überhaupt in der Stadt? Warum ist die Kirche überhaupt hier? Auf der einen oder auf der anderen Seite? Warum wird die Stadt überhaupt belagert? Wie kann es sein, dass sie auf der einen Seite die Stadt belagern und auf der anderen Seite hier frei herumgehen können? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Kommt drauf an, wem euer Orden untersteht. Untersteht euer Orden alleinig der Kirche in Rom? Nacht. Dunkel. Nacht. Sie haben sich also bei Dunkelheit getroffen? Das. Er traf sich mit den Kreuzrittern und einige Tage später ist er tot. Der Buchhändler lässt einmal seine Schulter so ein bisschen sacken, sodass er aussieht wie, ja, als ob er einen Buckel hätte und hopst dann einmal kurz hoch. Er sieht so aus wie, als ob er einen Buckel gerade hätte, so wie er sich gerade anstellt. Die Schulter nach vorne hängen lassen und seinen Kopf so ein bisschen vorgestreckt, wie er da gerade gehopst ist. Geht's euch gut? Könnte das aussehen wie die alte Frau, die wir gesehen haben, die fischige? Das müsste jetzt der Kreuzritter bestätigen, denn der hat die Hopsen sehen. Entschuldigung, ich halte meinen Mund. Ja, es könnte tatsächlich die Frau sein, ne? Die Frau, die uns dieses widerliche Gebräu serviert hat, die ist so durch die Straßen gelaufen, wie er das gerade zeigt. Sie humpelte auf einem Bein. Das gibt viele, die humpeln. Der Buchhändler kommt hierher am Abend in der Dunkelheit und trifft sich anscheinend mit einigen Kreuzrittern, die gar nicht in der Stadt sein dürften. Die ganz offensichtlich Spione von den Sarazenen sind. Hundertprozentig. Genau, weil sie auch Sarazenisch sprechen. Welche Ausrüstung hatten die denn hier an? Hatten die wirklich die Kreuzritter, also ihre Ordens? Ja, sonst hätte er es doch nicht gezeigt. Genau, stimmt. Also als ich sie gesehen habe, hatten sie die Symbole der Kreuzritter. Ja, ne? Also, richtig. Also ihre dann Wappen. Sind die Typen wohl anscheinend bekannt hier in der Stadt. Bei den Öffentlichen. Genau, das heißt, sie hatten ihre Wappenröcke öffentlich. Okay, genau, ja, richtig. Und der Händler schien irgendwie Respekt oder Angst vor ihnen zu zeigen, oder? Angst. Wie viele von denen sind in der Stadt? Nur die 2? 2. Er deutet wieder auf das Kreuz, was verwischt worden ist von dem Söldner. Macht dann wieder seinen Buckel wieder nach vorne und schaut euch an, als ob ihr verstehen würdet. Sie ist die 3. Nein, das 3.
Sie ist ein Ritter? Drei mit Buckel? Ritter Krumm. Also die drei gehören zusammen. Die sind eigentlich alle drei so Buckel. Abartig wie diese alte Frau. Okay, ja klar. Mir wird einiges klar, aber meinem Charakter nicht. Das keine Christen. Er stammelt so ein bisschen Händen und Füßen, verfällt wieder so ein bisschen in sein griechisches Geplapper und weiß nicht ganz, wie er das auf Latein übersetzen soll. Kannst du das Wort malen?